möchte im Raum Bilder erzeugen durch die Musik, dass man eben kein Hindernis hat, dass man von der Musik mitgezogen wird, dass man mitgenommen wird. Diese Hamollmesse ist eben ein fiktives Etwas, weil ich eben nicht eine Quelle habe, also eine autographe Quelle, in der alles drinsteht, sondern ich muss mir das eben zusammenbauen. Es gibt eben als Grundlage auch für dieses Kyrie die Dresdner Stimmen. Das ist ein ganz anderer Charakter. Sich umfassend mit einem Werk beschäftigen bedeutet der Versuch, es zu verstehen. Ich überlege auch, ob ich einen Bass tausche. Ich mache das Tempo ziemlich rasch. Bin etwas gerührt. Das war richtig wunderbar.